Der DAX 2016. Was hält das zweite Halbjahr für uns als Anleger bereit? Mehr dazu in diesem Video. Ich grüße euch und hoffe, es geht euch gut. Ja, wie wird das zweite Halbjahr aussehen? Was werden die Notenbanken machen? Wie werden die Unternehmensergebnisse aussehen? Welche Maßnahmen beschließt unsere Regierung eventuell, um Konjunktur und Wachstum anzukurbeln? Bankenkrise in Italien. All das sind Themen, die uns beschäftigen und die selbstverständlich den Markt beeinflussen werden. Wenn man aber keine funktionierende Glaskugel auf dem Schreibtisch hat, habe ich leider immer noch nicht, dann wird es natürlich schwieriger zu prognostizieren, wie die Zukunft aussieht. Eine sehr bekannte und mir sehr vertraute Analysemethode bzw. Prognosemethode ist die Charttechnik. Also, wie hat sich der DAX in der Vergangenheit verhalten? An welchen Marken hat er lange zu knabbern gehabt? Das Überschreiten welcher Marken hat dann zu Steigerungen im Index geführt? All das sind Komponenten einer Chartanalyse und das möchte ich heute einmal für euch mit dem DAX machen. Also schaut mal hier mit mir auf meinen Bildschirm und dann werden wir mal sehen, was das zweite Halbzeit des Jahres für uns bereithält. Also los geht's, gucken wir uns das mal an. Was ihr hier seht, ist ein sehr langfristiger Verlauf des DAX seit 1960 und das ist doch schon mal beruhigend. Langfristig ist dieser Index also immer gestiegen, auch wenn es erhebliche Korrekturen gab und mehrere Jahre und beinahe Jahrzehnte, in denen unter dem Strich nicht viel rausgekommen ist. Das heißt natürlich nicht, dass sehr gute Aktien nicht trotzdem eventuell eine Rendite im Depot zur Rendite beigetragen haben. Aber ihr seht, es ist durchaus normal, dass es auch mal größere Rückschläge gibt. Die sind in den Folgejahren immer wieder aufgeholt worden. Also das ist eine sehr langfristige Betrachtung und ich möchte euch im Wesentlichen eine Linie hier im langfristigen Chart einmal zeigen. Also die machen wir mal ein bisschen dicker, denn das war etwas, was uns über viele Jahre, also über fast 15 Jahre beschäftigt hat, nämlich dieser Widerstand bei rund 8200 Punkten. Widerstand, so nennt man eine Linie, von der ein Kurs dann mehrfach nach unten abgeprallt ist. Ihr könnt es sehen, hier im Jahr 97 ist der Kurs deutlich Richtung Süden gegangen, hat sich dann wieder hochgekämpft. Dann kam die Finanzkrise, wie durch einen Zufall, zumindest für die Skeptiker der Chartanalyse, ist der DAX genau von hier dann wieder abgeprallt und hat sich mehr als halbiert. Diese Widerstandslinie bei 8200 Punkten wurde dann schließlich und endlich aber doch überschritten. Und im Jahr 2013 war das der Fall und führte dann gleich mal zu Kursgewinnen von fast 50%. Es ging nämlich über 12.000 Punkte. Also diese Linie einfach nur mal im Hinterkopf behalten, denn sie trennt letztendlich den langfristigen Bullenmarkt vom Bärenmarkt ab. Wenn wir hier runter abkippen, dann sieht es zumindest auf absehbare Sicht relativ düster aus. Sind wir noch weit von entfernt, über 2000 Punkte, aber das behaltet bitte mal im Hinterkopf. Eine zweite Linie möchte ich euch noch zeigen und zwar ist das ein Aufwärtstrend seit 2009. So, auch diese Linie machen wir mal etwas dicker, ist eine ganz einfache, klassische Chartanalyse und dabei möchte ich es heute auch belassen. Wichtig hier ist, ihr könnt sehen, die Marke, es steht noch mit drin, 9300 Punkte. Haben wir dieses Jahr gleich zweimal getestet. Einmal knapp darüber, einmal knapp darunter. Jetzt gehen wir in den Zeitintervall. Das eben alles waren sogenannte Monatskerzen. Auf das Thema Chartanalyse werde ich nochmal eingehend
Das werde ich nochmal eingehend besprechen, aber für heute reicht das erstmal. So, die Linie verändert sich hier ein klein wenig, wenn ich den... So, was seht ihr? Immer noch diese... Ihr seht das Tief des Jahres, ihr seht hoch. Und jetzt wird es spannend. Der DAX macht also letztendlich momentan nur eine kleine Korrektur durch. Nicht mehr und nicht weniger. Auch wenn es vielen so vorkommt, als ob ein Kursverlust von 20% etwas Dramatisches wäre, ist aber langfristig überhaupt kein Problem. Jetzt kommen wir zur Prognose für das zweite Halbjahr. Also machen wir es mal ganz simpel und gehen dafür nochmal etwas näher ran. Das ist das Jahr 2015, was ihr hier seht, und das Jahr 2016. Keep it simple and stupid. Wenn wir über 10.500 Punkte, also hier über diesen Widerstand ansteigen, dann wird diese Formation, wird in der Charttechnik auch Flagge genannt, nach oben hin aufgelöst. Das bedeutet, dann kann das Allzeithoch bei knapp 12.000 und schauen wir mal eben nach, knapp 12.400 Punkten kann dann wieder in Angriff genommen werden. Ein zweiter Schritt ist aber dafür aus meiner Sicht noch wichtig. Für viele ist das Überschreiten eines Widerstandes, den können wir gerne auch noch mal etwas genauer anzeichnen, schon ausreichend, um ein Kaufsignal zu generieren. Für mich wäre wichtig, damit wir sagen können, ja, der DAX steigt wieder Richtung Allzeithoch, wenn er auch noch dieses letzte Hoch überwindet. Das letzte Hoch liegt hier in Höhe von 11.290, knapp 11.300 Punkten. Also, das ist für mich dann die endgültige Bestätigung, dass der DAX seine Korrektur beendet hat. Fassen wir nochmal zusammen. Langfristig ist der DAX sowieso im Aufwärtstrend. Damit wir nicht wieder in einen Bärenmarkt, im Übrigen den ersten seit mehreren Jahren, abrutschen, sollte der DAX oberhalb von 8.200 Punkten bleiben. Da besteht momentan keine Gefahr. Damit er nicht diese tiefe Unterstützung überhaupt testet, sollte er oberhalb von 9.250 Punkten bleiben. Soweit die Risiken zur Unterseite. Nach oben hin, über 10.500 Punkte entsteht ein Kaufsignal und oberhalb von 11.300 Punkten kann man dann davon ausgehen, dass das Allzeithoch wieder getestet wird. Jetzt fragt ihr euch eventuell, ja, Herr Eriksen, Lars, wie auch immer, das ist noch keine Prognose, das ist eine Wenn-Dann-Beschreibung. Und da gebe ich euch vollkommen recht. Für mich als Trader, der ich ja eigentlich bin, ist es eigentlich selten der Fall, dass ich mich entscheiden muss. Denn ihr wisst oder habt gesehen, langfristig ist der DAX im Aufwärtstrend. Das bedeutet, Aktien sparen oder auch ETF-Sparpläne machen langfristig immer Sinn. Ihr bekommt eben dann, wenn ihr bei gleicher Sparrate unterwegs seid, dann bekommt ihr eben für eure Anteile mehr, wenn der DAX tiefer steht. Also gar kein Problem. Und wenn ich jetzt eine Prognose abgeben sollte, ob der DAX im zweiten Halbjahr steigt oder eher fällt, dann möchte ich gerne sagen, lasst uns doch erstmal den Ausbruch über 10.500 Punkte abwarten. Aber wenn ihr mich drauf festnageln wollt, dann gebe ich immer dem vorherrschenden Trend den Vorzug. Das bedeutet, ich gehe dann eher von weiter steigenden Kursen aus. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Nochmal festhalten, für einen Aktiensparer macht es selbstverständlich überhaupt keinen Sinn, seine Position zu verkaufen, wenn er befürchtet, es geht abwärts, denn eine Garantie dafür, die gibt es einfach nicht. Und wenn der DAX bei 8.700 oder 8.600 Punkten notiert, dann bekommt ihr eben mehr für eure monatliche Sparrate. Also, da macht euch mal über die Charttechnik nicht allzu viele Sorgen. Alle anderen, die vielleicht etwas aktiver unterwegs sind, denen hoffe ich eine kleine
Stütze mit an die Hand gegeben zu haben, einen Fahrplan, wie die nächsten Monate aussehen könnten, ist nicht ganz einfach momentan, aber ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann stellt die gerne, gehe ich gerne drauf ein und wir sehen uns wieder. Ihr mich auf jeden Fall. Mach's gut, bis dann. Du willst wissen, wie du dein Geld trotz Minizinsen seriös und sicher anlegst und wie du dich für die Zukunft absicherst? Erfahre alles zum Thema Geld. Über Aktien und Fonds, über Lebensversicherungen und Gold. Abonniere jetzt meinen Kanal. Ich freue mich auf dich.